Also, weil ihr alle gesagt habt, dass diese Löffeleier so gut schmecken, haben wir die jetzt gekauft. Beziehungsweise mein Freund ist extra noch mal ein anderes Geschäft gelaufen und hat die gekauft. Dann ist er nochmal da reingelaufen, weil wir die falsche Füllung hatten. Und jetzt haben wir immer noch die falsche Füllung, diese braune, weil die nichts anderes hatten. Und jetzt muss ich wohl oder über diese braune Füllung probieren. Ich habe schon auf Twitter gefragt, ob das schlimm ist, dass die jetzt braun ist und ich weiß, ob die scheiße schmeckt. Und dann sagte Pink Fairy, ja, das ist scheiße. Also es schmeckt nicht so gut. Und jemand anders sagte, probier es einfach. Und dann auf Facebook haben alle gesagt, ja, eigentlich ist es gut. Andere haben gesagt, nee, ist nicht so gut. Und ich mache das jetzt hier einfach mal auf und probiere das. Und viele haben geschrieben, das ist bestimmt viel zu süß. Und das glaube ich auch. Wie geht denn das auf? Da. So sieht das aus. Wir filmen übrigens, wir filmen mit dem Handy, weil ich bin jetzt bei meinem Freund und da habe ich keine Kamera mitgenommen. Das war jetzt hier ein bisschen spontan. Also man hat Löffel. Das ist schon mal cool. Zwei Stück. Lila Löffelchen. Und dann sind das die Löffeleier. Ich hatte übrigens noch nie Löffeleier. Die gibt es ja wohl schon länger jetzt, also jedes Jahr wieder. Aber ich hatte die noch nie. Weder braun, noch weiß, noch sonst irgendwas. Und ich bin jetzt gespannt, ob die mir schmecken oder nicht. Vor allem jetzt diese komische braune Füllung. Also das macht man jetzt wohl hier so auf. Ugh. Also das sieht schon mal eklig aus irgendwie. Das sieht aus wie so ein komischer gepellter Nippel. Okay, beißt man das jetzt auf oder macht man das auch mit dem Löffel? Ich denke mal, das beißt man nur. Ja. So. Und jetzt? Ah ja, das ist weich. Das kann man gut löffeln. Ich mach das jetzt mal. Ja! Ja! Also es ist wie so Mousse. Also es ist ziemlich süß, geht aber noch. Die Schokolade außen ist noch viel süßer. Die schmeckt mir jetzt nicht so gut. Und es ist sehr luftig. Also es ist eigentlich wie Mousse-Schokolade, nur nicht ganz so feste. Also mir schmeckt es eigentlich. Soll mal probieren? Komm, probier mal. Schmeckt gut. Komm her. Put, put, put. Komm her. Eigentlich ganz gut. Ja. Es ist cremig, ist luftig. Ist nicht so. Es gibt Mousse Schokolade, die ist total fest. Aber ultra süß. Und es gibt, ja. Ich habe zuerst die Schokolade im Mund und die ist noch viel süßer, deswegen schmeckt das innen für mich jetzt nicht so süß. Willst du nochmal? Nein, danke. Also doch nicht so gut. Viel zu süß. Zu süß, okay. Also mir schmeckt es eigentlich ganz gut. Nur die Schokolade außen ist mir halt zu süß. Und dadurch wirkt das, was innen ist, nicht mehr ganz so süß, aber es ist trotzdem zu süß, sagt mein Freund. Also, gesund ist es so oder so nicht. Ich glaube, nochmal kaufen würde ich die nicht. Aber ich bin jetzt neugierig auf diese weiße Füllung. Weil die soll so toll schmecken, habt ihr alle gesagt. Ja. Also ich esse das jetzt erstmal fertig. Also nicht alle, nur das eine. Und danach möchte ich die hier probieren. Weil die habe ich noch nirgendwo gesehen und auf einmal waren sie da. Und Oreo mag ich irgendwie total gerne. Oder Oreo, sagen auch manche. Und ja, das probiere ich gleich. Bis gleich. Ich habe mir jetzt überlegt, dass wir Sterne verteilen. Das weiß mein Freund noch nicht. Also ich gebe den Löffeleiern, es gibt insgesamt 5 Sterne, habe ich mir so überlegt. 5 Sterne ist ganz toll. Ich gebe den... mein Freund gibt den 2. Du kannst auch reden. Ich weiß nicht, ob ich den 3 oder 2 gebe, weil ich finde die Idee eigentlich total cool. Ich finde die Aufmachung toll, das ist in diesem Kartönchen. Eigentlich schmeckt das auch ganz gut, es ist halt nur zu süß.
Ich gebe den 3 von 5. Also jetzt den dunklen, weil den weißen muss ich dann nochmal irgendwie irgendwann probieren. Genau, und jetzt geht's weiter mit diesen Choc Milk Oreo. The Original Oreo, bla bla bla, genau. Bin ich mal gespannt. Oh, ich hasse das, wenn diese Packungen angeblich an der Stelle aufgehen sollen, dann gehen sie an der Stelle nicht auf. So, also sind wieder alle so verpackt. Wie diese anderen auch, diese normalen. Okay, und dann hat man hier so zwei Dinger drin. Und die schmelzen sofort. Und die sehen so aus. Und ja, ich probiere jetzt mal. Beiß da mal rein. Aha. Also im Grunde habt ihr da einfach nur so einen Oreo-Keks, der nochmal mit Schokolade überzogen ist. Schmeckt gut. Ich habe jetzt was anderes erwartet. Weil ich dachte auch irgendwie, das wäre weicher oder so. Aber, ja. Also ich finde das nicht unbedingt nötig jetzt. Mir würden auch die normalen Kekse dann reichen. Finde ich so ein bisschen überflüssig, ehrlich gesagt. Schmeckt gut. Aber das Produkt finde ich überflüssig. Also die normalen Kekse würden von mir 5 von 5 Sternen bekommen, weil ich die echt gern mag. Aber das hier, finde ich, schmeckt zwar, aber, ja, wie gesagt, nicht viel Nutzen dahinter. Deswegen gebe ich dem einen Stern von 5 und mein Freund probiert jetzt mal. Und gibt dann auch noch Sterne. Nee, die Schokolade ist wieder viel zu süß. Ja. Lohnt sich irgendwie gar nicht. Ich gebe auch einen Stern. Okay. Willst du mir das letzte Stück geben oder willst du es essen? Okay, du bist. Mhm. Oh! Ach, wie gnädig! Okay, das war der große Schoko-Süßigkeiten-Test. Ja. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit dem Kram. Dann schreibt sie drunter. Wenn ihr sagt, die schmecken viel besser mit der hellen Füllung, dann sagt es, dann kaufe ich sie. Wenn nicht, wenn ihr sagt, lass es, die schmecken genauso ähnlich, nur zu süß und bäh, dann lasse ich sein. Genau. Tschüss.